Thank you.
Bravo, bravo. Ja, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Viele Sachen haben mich sehr, sehr, sehr gefallen. Ja. Stimmung und so, geigerisch, alles so, sitzt wunderbar. Viele Möglichkeiten. Ja. Also in diesem Werk möchte ich vielleicht über zwei oder drei Sachen sprechen, die wichtig sind. Ja. Erstmal natürlich die Phrasierung, wo die Phrase geht, wo ist ein Schwerpunkt, ja, die Prioritäten und so, wie beim Sprechen. Ja? Wir müssen wissen genau, was ist ein Ziel, ja? Was ist die Ziel. Ja? Und bei dir weiß ich nicht immer, oder es ist nicht immer unter deiner Kontrolle, verstehst du, ja? So. Was ich meine, manchmal oder würde ich sagen 70% im Falle, wenn du spielst, Abstrich, ja, dann machst du eine Diminuende, wegen dem Bogen hier ist sehr leicht, und dann, wenn du machst Aufstrich, wenn du spielst Aufstrich, dann ein klein bisschen Crescendo, weil es ganz natürlich ist, ja.
weil es ist, das Bogen ist schwieriger hier. Also, ja. Und, aber nicht, denn hier ist eine Diminuendo. Und es ist nicht immer so in die Phrasen. Ja? Auch dein Auswahl den Bogen ja? Ist nicht immer zu dem für Musik gut, ja? Verstehst du? Ja? So, das probieren wir, das diskutieren wir und dann die zweite Sache ist die Farben. Weil das ist eine französische Musik und das muss die Farben müssen so viel verschiedene Vibrato musst du haben. Es ist nicht immer das Vibrato ist eine Farbe. Manchmal Non-Vibrato ist auch Farbe und das benutzt du nicht. Oder nicht, ja, oder sehr selten. Ja? Okay. Wunderbar, können wir nochmal von Anfang, ja? Welche Geige spielst du? Das ist eine Giambattista Ruggeri. Ruggeri? Ah, wunderbar. Ja, klingt wunderbar. Ja, wunderbar, sehr, sehr gut, ja, musikalisch sehr gut, ja. Nur eine Frage hier. Viel besser jetzt, ja, viel besser. Wir brauchen, glaube ich, das, ja, okay. Oder nicht, nein, ist besser. So, hier. Kannst du nochmal von hier. Ja, möchtest du das hier so viel teilen? Also ich hatte gedacht, um mehr Raum zu bekommen, mehr Platz vielleicht. Ja, aber natürlich ist es entgegen der Phrase. Ja, genau. So was gegen Phrase, gegen Musik, ist nicht gültig. Verstehst du, ja? So. Dann atmest du oft. Ja. Ja, möchtest du das? Ja, also das ist auch wieder so ein Unterbrechen. Ja, das ist mehr Spannung hier. Ja, du musst nicht immer drücken in die Seite. Ganz, ja, ganz natürlich eine Diminuendo, ja, würde passen, ja. Nochmal. Ja, ganz relax am Ende. Ja, jetzt kommt die Frage, ist das gut? Aufstrich hier. Das ist auch wieder nicht so. Ja, man muss immer eine Kompromisse finden. Ja? Was ist deine Priorität, ja? In Musik? Wenn ich die Geige nicht
Kante, ja, also ich kenne nicht das Down, Abstrich ist so, hier ist das ganz leicht und hier, ja, so. Ich würde sagen, die Phrase genau, ja? Ja. Und jetzt musst du eine Kompromisse finden, ja? So. Das ist auf jeden Fall Aufstrich und dann. Vielleicht. Ja, genau. Aufstrich. Bis zur Mitte. Und dann kommt es natürlich auf. Ja, sowas, ja, musst du immer denken, was ist wichtiger für dich, ja, musikalisch. Ja. Ja, immer mit der Phrase, immer. Nicht nur, wie es sich hier im Hände wie sich fühlt. Verstehst du, ja? Noch einmal. Ja, brauchst du wirklich bis zum Frosch kommen? Nein. Nein, halb, halb. Ja, und jetzt gut atmen. Ta-da. Ta-da. Ja, nicht halten. Was heißt atmen in Körpersprache? Das Gewicht weglassen, ja? Und dann wieder neu anfangen. La ra ra so. Ja? Mhm. Entspann dich. Nein, du. Du hast diese Spannung noch, ja. Ja, wie ich singe. Ganz natürlich, ja. So. Da. Atmen in Musik, das ist sehr, sehr wichtig, ja. Und hier bei diesem Stück, das ist noch mehr wichtig, weil es so vokal, ja. Noch einmal. Ja, du drückst zu viel. Ja, sehr schön. Jetzt, ja. Es atmet jetzt. Ja, und jetzt selbe Geschwindigkeit. La, la. Okay. Ja, es ist zu eng. Viel besser. Ah, nicht genug Bogen, ja. Musst du sparen, ja. Bravo. Ja, es ist diese Intervall, la, muss nicht immer schön sein, ja, so mehr dramatisch, ja. Mm.
Siehst du, non vibrato benutze ich, ja? Es ist sehr wichtig, wie du stehst, ja, wie du, ja, so. Du bist ein Künstler, so. So, du hörst die Musik und dann ist so. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, jetzt bist du bereit. Ja, jetzt brauchen wir drei Stufen hier. Und verschiedene Niveau, ja? So, Atmosphäre, Stratosphäre, ja, und dann weiter. Genau, so ist das, ja? Und nicht drücken, erst einmal. Freilassen, ja? So. Ja, leider, David. David oder David? David. Ja. Leider verlierst du viel 30-40% Klang, wenn du deine Bögen verbinden. Warum? Du sagst mir. Du machst einen Akzent. Ja. Immer eine Geschwindigkeit. Am Ende des Bogens, das ist im Prinzip ab. Auf machst du ein Accelerando hier. Deswegen verlierst du. Siehst du, ja? Es ist eine Steigerung, ja? Ja, können wir ein bisschen Inspiration, ja, zweit, ja. La, 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 la. Ja, ja. Nicht so. Dramatisch, ja? Was ist dein Ziel? Nur gute Trill zu spielen? Oh, gut. Nein. Das. Freilassen, nicht drücken.
Ja, ja. Du spielst alle Noten, wie das, ist ein, wie das ein Thema ist. Aber es ist nicht, ja? Lo, ro, 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 lo, da, 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 di, da, 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 di, da, da, di, da, 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 di, da, 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 la, 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 la. Verstehst du, ja? Nicht mit gleicher Intensität, ja? So. Ja, ja, also bitte, bitte dein Thema nicht vorbereiten. Die Noten des Themas müssen eine Verbindung haben. Eine Phrase. Und inzwischen. Musst du sich so teilen in zwei Teile. Eine spielt das Thema, der andere Kontrapunkt. Ist klar? Versuchen wir. Ja, ja, und du machst alles zusammen. Ja, 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 ja. Ja, es muss unabhängig sein. Es muss eine Verbindung sein zwischen die zwei Etagen, sozusagen. Thema und Kontrapunkt muss unabhängig sein. Muss eine Relation, ja? Und jetzt spielst du, wie ist das gemütlich zu deinen Händen? Das ist das Unterschied, ja? Nicht wie du das willst, aber wie deine Hände. Genau, jetzt bist du noch ein Sklave deiner Hände. Muss umgekehrt sein. Ja, David, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Nur die Verbindung auf, ab, ist immer zu hart. Bam, du machst... Benutz die kleinen Finger. Ja. Ja, was wird auch sehr behilflich dir, ist, wenn du die Seiten wechselst, dann Ellbogen kommt ein bisschen vor raus. Ja, dann hast du, spielst du alles wie auf eine Seite. Das ist das Ziel, ja? Ja. Ja, das ist ein bisschen zu steif hier. Locker, locker, locker. Ja. Siehst du, ja? So.
Nein, nein, nein. Freilassen, ja. Ja, auch siehst du, in Frosch verbinde ich sehr weich, ja? Ich benutze die kleinen Finger auch. Und du benutzt ganze Hand. Du arbeitest so viel. Ich möchte, dass du weniger arbeitest, ja? Und mehr Resultat. Weil dann hast du viel mehr Möglichkeiten, ja? So, du kannst mehr Geschwindigkeit geben, dann gibt es neue Stufen, neue Dimensionen. Und wenn du immer so... Arma. Ja, bitte, bitte. Nicht eilen, nicht eilen zwischen die... Ja, du brauchst mehr Zeit, alles zu verbinden, alles zu vorbereiten. Musik braucht mehr Zeit, ja? Musik hat viel mehr Zeit. Das ist eine Kadenz, ja? Kadenz. Du musst nicht eilen, ja? So. Noch einmal bitte. Genieß die Harmonien, ja? Interpretierst, ja? Musst du sie interpretieren. Ja, Moment, halt. Eine Sache, ja? Bevor du zum Frosch kommst, du machst eine Bewegung, das ist zu schnell. So. Verstehst du? Ja. Ja, und hier. Und zwischen die Saiten. Okay, so, und du hast mehr Möglichkeiten für Geschwindigkeit, Vibrato, alles, ja, so alles ausgerechnet. Okay, ja. Ja, locker, locker. Alles. Danke, danke, danke. Alles zu steif. Alles locker, ja. So, können wir einmal langsam. Ja. Ja. Jo, da, 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 da. So, zwei Sachen möchte ich, dass du... aufpasst, so. Wenn du die Saiten wechselst, dann keine Stufen, ja? Erste. Zweite, wenn du zum Frosch kommst, dann nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Und mit Fingers verbinden. Und die dritte, es immer frei lassen und nicht eilen. Ja, und die Phrase dann. Sehr viel. Sehr viel, ja. Aber nicht für dich, ja? Nicht zu viel für dich, ja? Tada. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt mit Atmen. Du musst nicht immer Spannung, so wie du mit Seite, Spannung, Spannung, dann musst auch entspannen. Ja, das ist genau so. La da 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 da. Verstehst du? Und du machst immer Spannung, ja? Muss man auch entspannen können.
Spannend. Ja. Bam, freilassen, ja? Es gibt andere Harmonie. Hella, hella, da 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 da. Und für jede Harmonie andere Farbe. Verstehst du, ja? Nicht nur Passage zu spielen, ja? Können wir da ja ra da ra da ra. Nein, nein. Musst du immer interpretieren und ein Teil ist Harmonie. Ja. Ah, du hast nicht reagiert. Ja. Das ist anders, ja, als auf. Da, da, pa, la, la, da, di, 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 di. Und auf eine Note dann Harmonie wechselt, ja. Können wir helfen? Nein, 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 entspannen, ja. Musik ist heiß, aber du bist cool. Publikum ist heiß, aber das ist cool. Verstehst du? Ja. Ist das? Bravo! Können wir von David, David, nicht genug Bogen für das Wechsel des Harmonie. La, 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 da, 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 da. Sparen, sparen. Ja, danke, danke. David, Farbe wechselt. La, ra, di, da, da, da. Du kannst
entweder, ich glaube, es ist besser, hier vorher nicht zu viel zu vibrieren. Dann hast du einen Wechsel. Ja? So, wie ein Maler nimmt andere Farben. Nochmal. Ja, das ist harmonisch, das ist eine Sache. Das ist andere Harmonie. Und du spielst alles zusammen. Ja, danke, aber eine Linie behalten jetzt, ja? Ja. Nicht zu viel Bogen. Ja, ja, was schwierig bei dem Stück ist, dass wir haben vertikal Harmonien, Rhythmen, ja? Und wir haben horizontal, ja? Phrasen. Muss vertikal und horizontal zusammen. Verstehst du, ja? Ja? Bitte schön, nochmal. Von da. Ist nicht frei genug. Nicht frei genug. Steif hier. Und das hat nicht genug Freiheit, ja? Nochmal. Eine Geschwindigkeit. Ja. Relax. Ja, du hast viel experimentiert mit vertikal und hast total horizontal vergessen. Ja. Keine Phrase mehr. So alles. Ja, aber es ist okay, es gehört dazu. Ja? Musst du denken, ja, was ist die Phrase? Wo geht die Phrase? Ja? Und dann, wie harmonisch ist das alles? Ja? Okay? Weiter. Ja, hier musst du das Orchester, Klavier weiter folgen. Das ist eine Brücke, ja, und du hast das unabhängig gespielt, ja. So. Immer mit Klavier oder Orchester integrier deine Melodie, immer, weil es gibt immer Kammermusik. Musst du viel, viel, viel hören und manchmal das Orchester oder Klavier, Peter, spielt anders. Der Vorschlag, der wird eine Phrasierung vorschlagen, du musst es folgen. Ja? Du bist nicht der einige Solist hier. Ja? So. Hm.
Das ist dein alter Ego, ja? So. Und du begleitest und jetzt bist du dran. Genau. Leider müssen wir aufhören. Vielen Dank. Ja, bravo. Spaß, wie immer. Danke.